Einzeln-Treff. Und jetzt werde ich mir ein paar ganz, ganz leckere aussuchen. Und werden uns einen schönen Salatteller mit Feigen und Feta zubereiten. Für unsere überbackenen Feigen brauchen wir frische Feigen, Feta-Käse, Salat. Ich habe hier Pflücksalat, Zucchini, Paradeiser, Basilikum. Und da werden wir dann noch für den Zucchini eine Joghurt-Knoblauchdressing machen. Und für den restlichen Salat dann eine 1-2-3 Marinade. Und als erstes werden wir mal unsere Feigen im Ofen überbacken. Die Feigen schneide ich jetzt kreuzweise ein, nicht ganz durchschneiden, dass man sie so dann ein bisschen auseinanderdrücken kann. Dann nehme ich etwas Basilikum und Rosmarin und gebe das da mal hinein. So bekommen unsere Feigen dann noch einen ganz besonders leckeren mediterranen Geschmack. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Umluft vorgeheizt und jetzt kommt in jede meiner Feigen Feta hinein. Und das werden wir jetzt im Ofen schön überbacken. Dauert circa 5 bis 8 Minuten. Die Feigen sollen warm sein und der Käse wird ein bisschen schmelzen. Für unseren Zucchini-Joghurtsalat nehme ich einmal Knoblauch. Den habe ich geschält und den presse ich jetzt zum Zucchini dazu. Zum Joghurt dazu, Entschuldigung. Wie viel du möchtest, bleibt dir überlassen. Ich habe es gern würzig. Gewürzt habe ich schon mit Salz und Pfeffer. Und jetzt reiße ich noch den Zucchini dazu. Und das werden wir jetzt alles gut vermischen. Für unseren Salatteller zupfe ich einmal den grünen Salat. Kommt meine Paradeiser, die schneide ich erst einmal in Scheiben. Und lege die auch schön auf. Dann kommt noch was vom Zucchini-Salat dazu. Frisches Basilikum. Dann habe ich noch frischen Schnittlauch. Den werden wir auch drauf streuen. Und jetzt würze ich noch mit meiner 1-2-3 Marinade. Da verlinke ich dir das Rezeptvideo dann oben in der Anleitung. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch unsere gebackenen Feigen. Ich habe jetzt unsere Feigen aus dem Ofen geholt. Diese hat eine schöne Farbe bekommen. Und jetzt werden wir sie auf unseren Teller umsetzen. Duftet ganz, ganz himmlisch. Ich will nur aufpassen, dass ich sie nicht zerstöre. Sie sind heiß. Und schon hast du einen leichten himmlischen Sommersalat mit gebackenen
pikant-süßen Feigen. Die Feigen kannst du natürlich auch auf dem Grill machen. Ist ein herrlicher Genuss. Ihr könnt gar nicht vorstellen, wie wunderbar das duftet. Freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Hier gibt es ja noch viel andere leckere Salatrezepte, Sommerrezepte, Feigenrezepte. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.